Tag, meine Damen und Herren. Heute spielen wir Need for Speed auf der Xbox One. Kommt von EA natürlich und ist der neueste Racer, der mittlerweile keinen Titel mehr haben braucht. Es ist jetzt wieder mal ein Reboot der Serie. Ich habe es jetzt schon ein paar Stunden gespielt. Das soll heißen so 6, 7, glaube ich. Und solange es lädt, was echt lange dauert, anfangs immer, kann ich ein bisschen was zu den Eindrücken sagen. Zum einen, es sieht sehr gut aus, läuft auf der Frostbite 3 Engine, glaube ich, kommt von Ghost Games oder so, die wohl schon mal einen Teil verbrochen haben. Ist mein erster Need for Speed Teil, den ich auf einer großen Konsole spiele, sonst habe ich Most Wanted 510 auf der PSP mal gespielt. Fand es auch ganz witzig. Habe jetzt den hier gespielt und das erste, was mir aufgefallen ist, sind die total ätzenden Zwischensequenzen, die real gefilmt sind, wie Need for Speed das schon seit einigen Jahren macht, die einfach nur so großen Fremdscham haben, falls wir zu einer kommen, dass ich die einfach laufe. Und ich glaube, jeder ist dafür gut repräsentativ. Naja, wir sind immer noch in der Ladezeit. Und es gibt auch wahnsinnig viele unnötige Ladezeiten. Mittlerweile sind ein paar gepatcht, aber kam vor ein paar Tagen ein Patch raus, als ich das hier jetzt aufnehme. Und es gibt schön viele Autos, die sehen alle super aus. Es regnet dauernd, es ist immer Nacht. So ein bisschen wie Underground, es ist so Underground 3. Nur das Tuning beschränkt sich halt auf visuelles Tuning. Ist vielleicht ein Teil anders. Auspuffer gibt es ein paar mehr. Und ansonsten ist es nur Kleber und ich finde Kleber so uninteressant. Ich will es clean und will dann halt, dass das Auto von der Form her anders aussieht. Jetzt können wir mal ins Spiel gehen. So, hier habe ich mein Lamborghini. Der steht in einer echten Garage. Soll heißt, die Garage, was ihr im Hintergrund seht, ist ein Foto. Und wir können uns auch mal, ich habe hier auch so eine Dodge Viper, Ford Mustang und den Porsche von Nakai, was irgend so ein total cooler Underground-Drifter ist. Aber ich werde... Ach, wir können ja kurz mal ins Optik-Tuning gehen, dann haben wir das abgehandelt. So, jetzt Innovation. Zack! Ist auch nicht so teuer. Wir können uns da so ein Maul dran machen. Ende, mehr gibt's da nicht. Hier, Scheinwerfer können wir nicht modifizieren, Frontspoiler können wir nicht modifizieren. Die Räder können wir modifizieren. Vorne und hinten getrennt, also wie ihr seht. Ah doch, ich habe mittlerweile auch die richtigen Felgen dran. Du kannst nämlich vorne und hinten verschiedene Felgen. Man kann irgendeinen Diffusor, keine Ahnung, man kann das Nummernschild, was so das höchste der Gefühle ist. Und sonst, Spoiler, sind immer die gleichen. 4, 5 Stück. Die sehen überall gleich aus, sind immer schwarz. Man kann da die Farbe nicht ändern. Man kann ein Soundsystem einbauen, was total wichtig ist. So. Handling und Abstimmung, da können wir auch mal ganz kurz rein. Wir machen jetzt erstmal das Theoretische und dann kommen wir ins Praktische. Das Handling stelle ich mir mal so ein bisschen mehr auf Drift, weil man hat sehr, sehr viele Drift-Events und kommt so ganz gut durch die Kurve, ist aber auch in normalen Straßenrennen ganz gut dabei. Man kann noch das Leistungstuning machen und ich kann um den Wagen herum gucken. Wahnsinn. Okay. Ja, das Leistungstuning einfach, je besser das ist, dann kann man da noch Sachen einstellen. Ist aber einfach nur, driftet der Wagen mehr oder nicht. So. Verlassen wir die Garage. Dann kommt immer so eine total coole Tweet-Meldung, die wohl die Tipps sind, die meistens eher dumm sind. Sagen wir doch, wie es ist. Es ist immer Nacht, es regnet immer, es regnet manchmal sogar in Tunnels. Es wird ab und zu auch mal Tag, also so morgen, wieder Abend. Das hängt aber von der Ort ab, wo man gerade sich auf der Karte befindet. Es gibt einfach Plätze, wenn man die entlang fährt, dann wird es Tag. Wenn man das zurückfährt, wird es wieder dunkel. Was auch immer. So, also wie ihr seht, die Grafik sieht super aus. Es ist halt immer Nacht, es ist halt immer Regen. Da haben sie sich's einfach gemacht. Das sieht halt aus wie in Battlefield 3 auch. Da waren auch die geilsten Missionen, die so aussahen. Die bei Regen und Nacht, das kann wohl die Frostbite-Engine ganz gut darstellen. So, das Driftverhalten erinnert mich sehr an die Ridge Racer-Serie. Das kann auch daran liegen, dass es so einen Assistenten gibt.
der einem da hilft. Da muss man so ein bisschen, wie bei Ridge Racer üblich, Stecknadel aufs Auto und man bleibt in der Kurve drin. Man kann den wahrscheinlich ausschalten, mache ich aber nicht. Ich mache es mir doch nicht unnötig schwer. Da werden wir rennen. Diese Rennen sind so, man muss sich auch richtig hinstellen, was ich so dumm finde. Dann. Sprint ist schwer. Schauen wir mal. Rase bis zur Ziellinie. Dann gibt es immer so ein kleines Intro-Filmchen, kann man nicht überspringen. Es gibt nur fliegende Starts. Oder, ja gut, es gibt nicht nur fliegende Starts. Es wird nie runtergezählt. Startet einfach mal irgendwann. Und ja. Vor allem auch bei Zeitrennen ist es total dämlich, dass da andere Leute mitfahren. Wenn es darum geht, möglichst viele Faktoren in einem Rennen zu packen, wo es darauf ankommt, möglichst einfach durch immer wieder fahren, besser zu werden bei Zeit und die Zeit zu verbessern. Wenn dann so Faktoren kommen wie, gut, normaler Verkehr ist kein Problem, aber dann noch Mitfahrer, die einen nur aufhalten und behindern, oder noch besser ist, da ja alles online ist, wo es nur online gibt, fahren da ja auch noch andere Spieler in eigenen Arenen drauf und die behindern einen auch. Die knallen einen rein und es gibt so viele Variablen, die man nicht einschätzen kann und wo es rein kann, dass man verliert und wo man gar nicht beschissen fährt. Oder das. Frontalcrashes sind nicht so gefährlich wie kurz mal an die Seite dotzen. Super geil. Ich bin nicht gefahren. Das war einfach dieser fliegende Start. Leute, ich mache das nicht mit Absicht. Das ist das Spiel. Weil der startet dann einen schon da drin. Wie will ich da jetzt noch was rumreißen? Das Driftverhalten, da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Man geht nämlich nicht zum Gas, zieht kurz auf die Bremse und geht dann in die Kurve. Weil dann verhält sich das Auto nicht so, dass es im Drift geht. Man hält da Gas immer gedrückt. Das war ich einfach scheiße. Hält dann die Bremse so lange gedrückt, bis man den Winkel erreicht, wo der Drift stattfinden soll. Und diese Banden. Wenn man an die Seite fährt, wird man so langsam. Und dann zieht es ein um die Kurve. Also Gas immer gedrückt halten, immer Bleifuß. Total dumm finde. Aber es ist halt ein Arcade Racer, ne? So. Und hier müssen wir auch auf die Belichtung achten. Alle 5 Meter ändert sich die. Guckt euch das an. Also, dass ich so wegnutze oder so? Nee. Wie will ich das Rennen eigentlich noch gewinnen? Ich meine, das Ding hat einen Gummiband-Effekt ohne Ende. Also werde ich wahrscheinlich doch nochmal an die Leute rankommen. Aber das war halt einfach zu beschissen. Was ist das jetzt für ein Streckenverlauf? Der ist auf der Karte anders angezeigt. So, da komme ich jetzt nicht schon mal nächsten Mal ran. Und obwohl dieses Spiel sehr, sehr viele Fehler macht und einen durchgehend nur abfuckt, macht es mir Spaß, weil es eben gut aussieht und wenn man die Fahrmechanik mal raus hat, macht es auch Laune. So ist ja nicht. Gut. Jetzt gucken wir doch mal auf die Karte, was wir so original, richtigen, gescheiten Missionen haben. Weil die bringen halt mehr Kohle ein. Ta-ta-ta-ta. Was haben wir hier? Sprintrennen. Nehmen wir doch das. Das ist Mittel. Das sollten wir schaffen. Ja, was ich auch komisch finde, ist, dass man in einer Garage original, also realistisch hin oder her, ich kann halt nur 6 Autos haben und dann ist fertig, dann muss ich die Autos tauschen. Und ich glaube, 30 Autos gibt es circa. Ich will die doch sammeln. Die Pokémon. Aber nee, keine Chance. Muss man ein Auto verkaufen und um ein neues zu bekommen. Also guckt euch die Autos an, guckt, was ihr haben wollt. Das ist ein Problem. Kommt zu viel Geld und könnt ihr mal hin und her wechseln. So, Bullen gibt es auch.
einfach folgen. Aber die sind ganz ehrlich nicht der Rede wert. Muss man auch mal so sagen. Was ein bisschen schade ist, ist das Starten von der Rennen. Man muss ja immer hinfahren. Und auch wenn man sich direkt so an den teleportiert, wo man ja dann davon ausgeht, aha, da möchte ich das abfahren, anstatt dass es einem direkt ins Rennen schmeißt, wird man immer vor dieser Startlinie, immerhin richtig rum, die meiste Zeit gestellt und muss es dann nochmal mit Drückhalten der RB-Taste anwählen und starten. Wenn ich ein Rennen, so wie hier jetzt, sage ich, verdammt. Achso, ja, genau, es gibt keine Pause-Taste. So, sagen wir jetzt hier, ich möchte eine Rennen neu starten. Dann müsste man ja eigentlich davon ausgehen, ja, man startet das Rennen neu. Aber von wegen Banane. Ich kann mich ganz entspannt hier zurückgesellen, weil wo wird er mich hinpacken? Genau, bevor das Rennen startet. Ach ja, und ich werde da auch angerufen. So, mir vertrage ich das. Und da wir ja ein stummer Charakter sind, so genannt nur eine Kamera, die durch irgendwelche Sachen läuft, wird immer über mich geredet. Das heißt, ich gehe ans Telefon und die sind wohl schon länger im Gespräch und labern irgendwie die meiste Zeit über mich. Und das ist auch ganz bizarr. Vor allem, wie verarscht muss man sich vorkommen? Du rufst jemanden an und der sagt die ganze Zeit nichts. Der sagt doch nicht mal Hallo, wie ist das Wetter? Naja gut, es regnet immer. Das kann man sich in der Regel hier sparen. Aber ganz komisch. Und ich weiß auch nicht, ob das dadurch, dass es immer Nacht ist und ab und zu wird es mal angedeutet Tag und dann wieder Nacht. Ein bisschen wegen Goldfisch, die gehen davon aus, dass man das vergisst. Spielt das alles in einer Nacht? Oder ich weiß auch nicht. Ganz komisches Zeug, was hier passiert. Ja. Also viele kleine Sachen, über die man sich aufregen kann. Aber wie ihr seht, ich spiele es immer noch und ich finde es gar nicht mehr so schlecht. Auch hier bin einem die Polizei. Das ist noch so ein Abfuck. Dieser Bischof. Der einem zeigt, oh, jetzt ist die Polizei weg. Brauche ich nicht, das verwirrt mich nur. Dann denke ich mir, was ist jetzt kaputt? So, Metro können wir auch. Muss man sich für jeden Wagen erstmal einbauen. Boah, wie kann man nicht. Wieso fahre ich denn jetzt kacke? Ich muss das Auto wegfahren. Nee, das war echt ein Fehlkauf dieser Lamborghini. Alter! Und vor allem wenn sie sind echt voller zum Teil. Und da den Wagen nicht richtig eingestellt hat. Und es ist ja auch nicht so, dass es irgendwie angenehm ist, den Wagen zu wechseln. Mittlerweile haben sie es gepatcht, dass wenn man sagt, ey, ich möchte zur Garage, dass man nicht vor die Garage gestellt wird, sondern gleich in der Garage ist. Weil sonst hast du die Wartezeit, die Ladezeit zur Garage hin, dann nochmal Garage aktivieren. Alter. Und da ist man erst in der Garage. Hat man schön zwei Ladescreens. Total unnötig, meiner Meinung nach. War ja richtig gut! War ja richtig gut! Jetzt wechseln wir noch einmal das Auto. Und das ist halt sehr viel Trial and Error, weil man kann so gut fahren, wie man will. Manchmal hat man einfach keine Chance. So, jetzt nehmen wir hier mal
meiner Viper. Gehen wir aus der Garage raus und dann können wir vielleicht noch mal Rennen fahren, weil darum geht es hier ja, um Rennen zu fahren. Wir haben jetzt Sprintrennen. Vielleicht kann ich mal so ein Drift-Event noch an Land ziehen. Weil die machen ja immerhin den Hauptteil dieses Spieles aus, dass man entweder zeitgleich etwas überbieten muss oder man fährt in so einem Pulk, muss dann Erster werden oder man muss hinter oder muss in der Nähe von einem fahren und den überbieten. So ganz viel ganz komisches Zeugs. So, gucken wir mal doch die Risky Devils. Schwer. Machen wir. Es gibt auch Respektpunkte, die man für schnelles Fahren, coole Drifts und sonst Zeugs bekommt. Die schalten wiederum Teile frei. Und das war's auch schon. So. Teufelsverfolgung übertrifft die Vorgaben der Risky Devil. Hier sieht man leider nicht, wie das Intro ist, was an der Seite ist. So, Drift Track. Hier muss ich jetzt eben in der Nähe von diesem Pult bleiben. Und die Drifts sind auch richtige Pitches. Sobald man irgendwas an der Strecke nur leicht berührt, zählt der Drift nämlich nicht mehr. Zählen dazu auch die Autos. Ne, Autos zählen komischerweise nicht. Muss ich ein bisschen langsamer fahren, damit ich nicht hinterherkomme. Und das Ding ist, je schneller ich fahre, desto geiler ist der Drift. Aber man kann den Drift ähnlich wie bei Ridge Racer schön steuern. Ach komm, jetzt. So. Und manche Drift-Events sind auch so heftig, weil man nicht viel bekommen hat. Da hast du in drei Kurven, wo du wirklich sagen kannst, hier lohnt es sich zu driften. So. Ich würde auch empfehlen, immer weiter innen zu driften und wenn man ein anderes Auto an der Seite hat, kann schon mal nicht hier so rausgetragen werden. Das Ganze ist. Ist noch nichts mal. Gibt es ein RSK-Zielpunkt da? Kein Problem. Aber die habe ich ja erreicht. Also wie ihr seht, mit dem Auto komme ich deutlich besser zurecht. Es gibt da schon Unterschied. Der Drift hat jetzt noch nicht gezählt, weil ich ganz kurz an die Seite ran bin. Also es ist unterschiedlich schwer, die Drift-Event, sage ich mal. Ich hatte schon ganz am Anfang echt Sachen, wo ich verzweifelt bin. So, aber das war ja kein Problem. Kommen wir hier auch noch mit 3000 Punkte. Dem Wagen kann man super driften. Meiner Meinung nach kann ich nur empfehlen. Ich sehe schon, wir sind nämlich schon auch gleich am Ende. Das waren keine ganzen 20 Minuten mit. Da habe ich die Hülle geschmissen. Need for Speed. So. Und erfordert Internet. Schön, dass es draufsteht, wenigstens Mission erfüllt. Na, da danke ich doch. Hier, was man noch Sachen kann, sind Sammeleien. Wie zum Beispiel Schnappschüsse. Was macht man da? Man fährt dahin. Fährt dahin. Sagt RB. Guckt sich das kurz an. Fertig ist der Schnappschuss. Wow. Richtig cool. Und was bringt es? So, da war die Kamera schon vorbei. Und die Sendung ist jetzt auch vorbei. Schön, dass ihr dabei wart. Ich verabschiede mich und sage bis auf dann. Yeah, Viper Farm! Viper Farm!